Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir sind dabei, jetzt einige Touristen hier zu in unser Hotel steht. Wir versuchen hier ein bisschen Glücksspiel aufzubauen, ein Casino und dafür dann auch nochmal einen Sicherheitsposten, damit es hier ruhig bleibt. Brauchen wir hier eigentlich einen Diner? Elektronikladen? Hier haben wir auch einen. Hier haben wir eine Beltrombar und einen Diner hier. So, die sollten wir alle mal hoch priorisieren. Die Gebäude. Und hier haben wir einen Sicherheitsposten. Sehr schön. Ja, da unten bauen wir auch nochmal einen rein. Priorisieren wir ebenfalls. So, hier haben wir jetzt eine Schule, wo die Kinder endlich was lernen können. Hier haben wir einen kleinen Spielplatz für Kinder, ganz gut. Kindertagesstätte, da können die wohnen. Hier können wir entscheiden, was sie werden. Sehr schön. Religiös. Enthusiast. Lehrt ist sehr schön. Ich würde religiös nehmen. Höhere Grundmoral, niedrige Besonnenheit führt nie zu Selbstmord. Nehmen wir gelassen. Was war gelassen? Besonnenheitsverluste werden halbiert und Überlebenskünstler ist, verliert weniger Leben ohne Nahrung, Wasser und Sauerstoff. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Und so können wir uns, ja, muss man sagen, wir können uns ein paar Kinder ranzüchten, die ein bisschen besser geeignet sind. So, wie sieht es mit der Forschung sieht hier eine Erkundung aus? Nein. Nein, zurück, zurück, zurück. Ich will das hier erforschen, weil man da so schlecht rankommt. So. Gut, dann lassen wir die jetzt mal machen. Das ist weg, sehr gut. Dann können wir hier. Nein, das wollte ich so nicht. Ich wollte auf Infrastruktur, großer Bahnhof, einmal drehen. Alles ist in Reichweite. Sehr schön. Machen wir mal lieber so hin. Ja, so passt es gut. Und dann bauen wir hier die Strecken runter. Eine von hier runter. Und eine hier hoch. Und von hier aus geht es dann dorthin. Und du hast keinen Strom. Ich wollte nicht rankommen, sondern Stromkabel legen. Wo müssen wir hin? Machen wir mal von der Seite. So. So passt das Ganze. Und hier können wir jetzt schon eine Strecke legen. Ich lasse das Ganze mal laufen. Welches Gleis nehmen wir? Nehmen wir das äußere oder das innere? Ich würde sagen, wir nehmen das innere Gleis. So. Ich hoffe, das kommt. Müssen wir schauen, wie das hinkommt. So kommt das hin. Ja, perfekt. So muss es sein. Und dann nehme ich hier das Innere einmal und verbinden es und diesen leider etwas verschoben. Er hätte noch einen der ran. Ja, passt. Dann muss er einmal zu vorne, zur Seite und rüber. Okay, passt. Das kriegen wir hin. Aber so können die Touristen richtig schön, schnell und einfach umsteigen.
So. Dann hätten wir noch ein weiteres Problem gelöst. Hier können nämlich Ressourcen gelagert werden. Wunschmenge machen wir mal auf 5. Nehmen wir mal auf 5. Und wir nehmen kein Treibstoff, kein Saatgut, keine Nahrung. So. Da hätten wir dich. Ich möchte, dass du einlädst. Nahrung. Wo bist du? Ach, das bist du. Okay, wo bist du? Hier oben. Wäre eigentlich noch besser. Gut. Dann schicken wir dich mal wieder hoch zum Ressourcensammeln. So langsam erhöht sich auch unsere Windturbinenzahl, wodurch wir mehr Strom kriegen. Das ist gut. Vor allem, weil die ein bisschen Strom brauchen, die großen Bahnhöfe. Ich möchte halt, dass wir die Nacht mal überstehen. Dafür werde ich die ja wieder öffnen, die Sternengeneratoren. Ich öffne die ungerne, weil dann sind sie anfälliger. Und wir haben nicht viele Polymere. So, hier wird nicht produziert. Das ist in Ordnung. Polymere werden hier gemacht. Das ist auch in Ordnung. Hier arbeitet zurzeit niemand. Obwohl wir Geologen haben. Ich glaube, weil die nicht dort rankommen. Das Gebäude ist auf der falschen Seite. Die kommen nur über den Bahnhof ran. Oder ist es leer? Nein, es ist nicht leer. Deshalb würde ich hier tatsächlich Produktion Edelmetallextraktor und zwar einen hier hinsetzen. So. Genau, so würde ich ihn machen. Dich schließen und abreißen. So, gut. Und dann würden wir hier die Leute arbeiten lassen auch. Das haben wir auch bald fertig. Wir brauchen noch Elektronik. Das kriegen wir jetzt geliefert. Hier hätte ich aber gerne nur Spezialisten. Hohe Priorität. Ich glaube, wir haben nicht genug Spezialisten dafür. Oder keine Einschränkung. Und wir nehmen nur 2 Stück. So passt es, glaube ich. Gut. Dann wäre ja erstmal, glaube ich, alles geregelt. Wir haben Strom. Es wird besser gespeichert. Wasser. Es wird nur das produziert, was wir brauchen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in den Untergrund wieder. Da waren wir schon lange nicht mehr. Anomalie analysiert. Unser Rover ist über eine Ressourcenablagerung gestolpert. Genau, das hatten wir schon ein paar Mal. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, von wo wir kommen und wo wir hinwollen. Ich glaube, da waren wir überall schon. Da ist das der Riss. Aber ich war hier schon so lange nicht mehr unten. Hier sind ein paar Sachen. Vielleicht machen wir einfach mal schnell und fahren hier mal im Highspeed durch. Es ist alles dunkel. Ja, natürlich ist ja auch der Untergrund. Anomalie. Sehr schön. Die Anomalie analysieren wir mal schnell. Machen wieder Normal Speed und gehen nach oben. Okay. So. Die nächsten Windkraftwerke sind fast da. Wir lassen dich mal landen.
So, gut. Und als nächstes dich. Halt, und du einladen? Nein. Nichts. Also gehst du mal hier weg und bringst die Nahrung hierher. Entladen hier unten. Strom ist hier noch nicht bereit. Sehr schön, unsere ersten Touristen kommen. Ah ja, das freut mich. Fünf Touristen. Da müssen wir. Die bleiben 5 Soids da, höchstens 10. Also lasst mir eine Rakete dort. Touristen kommen auf dem Mars für ein herausragendes Urlaubserlebnis. Erhöht ihre Zufriedenheit mit Hotels, Safaris und anderen hohen Werten. Und Safari haben wir nicht. Sind 5 Soids vergangen, versuchen die Touristen nach nahegelegenen Raketen, um zu Hause zu fliegen. Nach ihrer Rückkehr zur Erde geben sie ihren Urlaub eine Bewertung von 1 bestimmten Sterne, die deine Belohnung bestimmen. Immerhin, wir haben ein Hotel. So, und gerade ist kein Meteoritenschauer angekündigt. Du bist ohne Funktion, das ist nicht schlimm. Hier können wieder Geologen, nur Geologen bitte. 5 Touristen, sehr schön. So, zieht ihr auch gleich hier ein, will ich ja hoffen. So, ich hoffe, dass sie automatisch hier reingehen. Wäre schön. Sonst müsste ich euch immer suchen und das ist nervig. Okay, 16 Stunden für 16 Stunden Strom. Das könnte zu wenig sein. Ich glaube, wir brauchen mehr Batterien. Glücksspiel ist noch nicht fertig. So. Ah, okay. Ich weiß, was ich noch machen muss. Hierhin einmal. Und Beton einladen. Wir haben oben keinen Beton, weil wir hier keine Strecke mehr haben. Deswegen kann nichts hochgeliefert werden. So. Arbeitslos sind noch 2. Ja, gut, das kann weg. Kann weg, kann weg. Gut, dann. Ich mal schauen. Wo die Touristen sind. Gehen sie hier nicht automatisch rein? Doch, ja, natürlich. 4 Stück sind schon da. So, Gebäude, die nur Touristen aufnehmen können. Sehr schön. Es fehlt noch ein 5. Tourist. Eine Spezialisierung, ein Kind. Gebäude zuweisen machen wir mal hier. So. Und du siehst aus wie ein Senior. Schick mir dich mal ins Altersheim.
Wissenschaftler, da ist ein Senior. Ebenfalls ins Altersheim. Ich dachte, wir haben 5 bekommen. So, Touristen. Schauen wir mal. Bewohner untersuchen. Wo haben wir? Arbeitsunfähig. Tourist, Tourist, Tourist. 4 Touristen sind hier, okay. Da, du. Optional, da ist ein Tourist. Du hier. Du bist ein Tourist. Geh bitte ins Hotel. Auch wenn du woanders hin willst. So. Zufriedenheit. Ich hoffe mal, das erhöhen wir noch ein bisschen. Wäre auf jeden Fall schön. Spielplatz sind auf jeden Fall schon Leute. In der Schule ist eine Person. Aber wir haben hier 5 Touristen und eigentlich sollte da die Zufriedenheit steigen. Wir haben ja auch das schöne Amphitheater. Hier ist das Diner. Die Weltraumbar, Sanitätsposten, Lebensmittelladen, alles vorhanden. Auch ein schöner Fitnessareal. Hier drüben bauen wir jetzt das Casino, das so schnell wie möglich fertig werden soll. Hier ist noch kein Strom. So. Das soll bitte auch schnell erledigt werden. Hier hinten haben wir auch ein Reichweiteproblem. Wir haben kein Eisen hier, weil der Bahnhof Schrott ist. Verstehe. Fährst du bitte hoch und lädst hier aus. Du fährst hier bitte auch hoch. Wir haben hier oben kein Eisen mehr. Also einmal hier hin. Einmal hier hin. Und das soll es dann jetzt auch von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.